Servus, wir sind unterwegs im Kleinwalsertal und befinden uns auf der Suche nach dem Haspelwand. Auf der Suche nach dem Haspelwand. Nach dem Haspelwaldmännchen. So, wenn du willst, bist du eingeladen, uns zu folgen. Geparkt haben wir unweit der Walmendinger Hornbahn. Und sind jetzt zu Fuß ein Stückchen hier aufgestiegen und die ganze Zeit begleitet von einem richtig schönen Ausblick in die Alpen. Ja, während ich mit der Kraxe schwer beladen bin, geht's stetig bergauf. Ja, du bist in der Kraxe. Ja, das letzte Jahr mit Kraxe. Da wird gelaufen. So, jetzt geht's hier weiter. Auf dem Haspelwaldweg. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, von da unten bis hier hoch sind wir der Fahrstraße gefolgt. Momentleben geht gleich weiter, stetig hier hoch. Und hier ging es dann auf den Haspelwaldweg. Das da ist die Fahrstraße, ja. Und hier geht es jetzt in den Haspelwald hinein. Und entlang dieses Weges gibt es auch immer wieder Hinweisschilder mit Informationen und um den Wald, die Tiere, also Flora und Fauna und warum der Wald wichtig ist. Ein paar Impressionen aus dem Haspelwald. Man kann es ahnen, dass es hier ganz schön steil runter geht. Und hier geht es immer weiter. Ein wunderschöner Weg, auch ganz toll für Kinder angelegt. Ja, immer wieder gibt es kleine Ruhebänkle entlang des Weges. Soeben habe ich den Haspelwald verlassen und werde mit einer schönen Aussicht belohnt. Ja, gleich. So, herrlich, oder? Moment. Und da unten. Da auf dem Parkplatz, wo keine Autos stehen. Der da mit der hässlichen Dachbox. Der da. Ja, der da, genau. Da sind wir losgelaufen. Und weiter da vorne. Da wo jetzt die Autos um die Station drumherum stehen, das ist die Talstation von der Walmendinger Hornbahn. Da gehen wir vielleicht noch hoch. Mal schauen. Aber jetzt geht's weiter. Und der Kleine in der Kraxe, der meckert auch: Papa, lauf weiter! Dem ist egal, ob der Papa außer Puste ist. Er sagt: Lauf, schneller, lauf! Ja, der Papa läuft, aber so langsam wie er will. Jetzt läuft der Papa. Ja, jetzt läuft der Papa. Ich habe den Jüngsten erfolgreich aus der Kraxe geekelt. Ja, fast geschafft, die letzten Meter vor der Bühlalbe. Und auch hier wird man wieder mit einem herrlichen Panorama belohnt. Ja. Dann musst du schneller laufen. Sonst ist der andere Junge alles Apfelmus weg. Oh, gemein, was ich hier abziehe, ne? Das hier ist übrigens auch der Weg aufs Walmendinger Horn. Und da hinten, der rote Zipfel, der da weht, ist die Bühlalpe. Ja, das mache ich am liebsten während einer Wanderung. Essen und trinken. Machen wir übrigens nach jeder Wanderung. Auch auf dem Rückweg gibt es immer wieder kurze Ausblicke mit einem herrlichen Panorama in die Berge.
Leute, es lohnt sich auf jeden Fall hier oben zu wandern. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Dabeisein. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich auch auf diese Runde zu begeben. Ein kleiner Tipp, an der Bühlalp oben gibt es leckeres Essen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.